Ich sitze hier vor einem Steinfindling im beschaulichen Örtchen Wessobrunn, das nicht nur für das gleichnamige Kloster bekannt ist, sondern auch unter Literaturhistorikern eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Denn hier wurde eines der ältesten poetischen Gedichte, das in deutscher Sprache überliefert ist, aufbewahrt. Das Wessobrunner Gebet. Und das Wessobrunner Gebet hier von Herrn Dr. Josef Nepomuk Sepp in Stein gemeißelt, das gebe ich euch jetzt mal zum Besten. Dat gaffrigen ich mit Firahim Firuiso Meister, dat Eroni was noch uf Himil, noch Paum noch Perk, ni was ni, noch einig noch Sunna ni Skain, noch Mano ni Lichtu, noch der Mario Seo. Do da ni wit ni was entio ni ventio, enti do was der eino allmachtige Gott, Manu miltisto entidar, warun auch manake mit innan, gottliche Geister enti Gott heilag. Gott allmachtigo, du Himmel enti Erda, gau urachtos, enti du manum so manakot, forgappi, forgib mir in dina ganada, rechter galauper enti kotan, willion wisdom enti, spahida enti kraft, tiu flunza, vidarstantane enti arkza, pi visane enti dinan, willonza, ga varchane. Ich kann euch gerne noch auf Deutsch, zumindest bei den ersten Vers, der ist nämlich sehr interessant, denn da geht es erstmal gar nicht nur um ein Gebet, sondern das erfuhr ich unter den Menschen als der Wundergrößtes, dass die Erde nicht war, noch der Himmel über ihr, noch Baum, noch Berg, noch irgendetwas, noch die Sonne nicht schien, noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer. Als da nichts war von Enden und Grenzen, da war der eine allmächtige Gott, der Männer mildeste, da waren auch viele göttliche Geister mit ihm und der heilige Gott. Gott Allmächtiger, der du Himmel und Erde erschaffen hast und den Menschen so viele gute Gaben gegeben hast, gib mir in deiner Gnade rechten Glauben und guten Willen, Weisheit und Klugheit und Kraft, dem Teufel zu widerstehen und das Böse zu vermeiden und deinen Willen zu verwirklichen. Amen. So ist es, so sei es. So sei es. Vielen Dank, lieber Christopher. Noch ein kurzer Schwenk. Weg von dieser Linde hin zur Freiheitslinde. Lieber Roé, warum heißt sie Freiheitslinde? Weil die 1796 die Kinder von Wesselbrunn vom Schulgeld befreit wurden. Das war eine Sensation. Das ist noch eine Besonderheit. Diese Linde ist ja uralt, eine alte Baumahnin. Aber dort zu ihren Füßen, da seht ihr ein Kreuz. Es ist ein sogenanntes Sühnekreuz. Das Sühnekreuz kennen wir ja aus Berlin, vor der Marienkirche. Gibt es auch ein Sühnekreuz. Das stimmt. Sühnekreuze wurden errichtet, um ein Verbrechen zu sühnen. Also vielleicht wurde jemand ermordet und der Mörder musste dann ein Kreuz aufstellen für seine Tat. Findest du das wahr? Früher war das einfacher. Und wir haben noch eine dritte Linde. Ja. Die wurde anlässlich des für Prinzregent Luitpold errichtet. Also das ist die jüngste im Bunde. Aha. Weil der hat irgendwas mit Napoleon gemacht, ne? Das Grundjubiläum von Luitpold. Ah. 1911. Ah, dann war es nicht was mit Napoleon. Nein. Nein. Gut. Ja, hier seht ihr nun die letzte Linde. Sie ist besonders gerade gewachsen. Und damit verabschieden wir uns aus dem Geheimnisstudio. Geheimnisvolles Wessobrunn. Also aus dem geheimnisvollen Wessobrunn. Wessobrunn, was sagte ich ja? Wessobrunn. Aber vielleicht schauen wir uns ja noch was an. Ja, aber das kommt dann zu einem späteren Zeitsprung.